Wie kann man eigentlich solche coolen Lern- und Erklärvideos im Whiteboard-Stil einfach erstellen, ohne eigene Kenntnisse im Zeichnen oder Animieren zu haben? Dieser Frage gehen wir heute nach und ich wünsche viel Spaß im Video. In diesem Video zeige ich dir die Software Viont, die genau das kann. Viont unterscheidet sich von allen anderen Softwares durch einige Features, die sonst niemand hat. Und genau das möchte ich dir in diesem Video vorstellen. Im Video werfen wir einen Blick darauf, wie Viont funktioniert, welche Optionen du hast, welche Möglichkeiten du hast, schauen uns an, wie das Ganze aufgebaut ist. Zudem gibt es 5 Dinge, die mir besonders gut an Viont gefallen und 5 Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Bevor wir starten, vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, das kleine Glöckchen zu drücken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn es neue Videos am Kanal gibt. Und natürlich vergiss nicht, ein Like dazulassen, damit ich weiß, ob das Video gefällt oder nicht und ich mehr oder weniger Videos dieser Art erstellen kann. Wenn du es selber ausprobieren möchtest, Viont hat eine 14-tägige Testversion am Start. Die kannst du einfach mit dem Klick unten auf den Link in der Beschreibung ergattern. Jetzt aber viel Spaß beim Zuschauen und beim selber Ausprobieren. So, hier sind wir in der Software und wenn wir jetzt nun ein neues Video erstellen wollen, klicken wir auf Make a Video. Dann wählen wir natürlich den Whiteboard-Stil und was dabei rauskommt, siehst du erstmal hier. Wir wollen das alles erstmal nicht, sondern wollen ganz von vorne anfangen. Und wie du hier sehen kannst, hat Viont verschiedene Areale und Bereiche in der Software. Erstmal haben wir hier eine große Leinwand, in der im Prinzip alles das auftaucht, was im Video drin ist. Zudem haben wir unten drunter eine Timeline, in der du die verschiedenen Dinge, die in deinem Video drin sind, sehen kannst, je nachdem, wo und wann sie in diesem Video auftauchen. Dann haben wir hier oben ein Menü, das dir hilft, Dinge einzufügen und hier ein Kontextmenü. Das Ganze ist so umfangreich, dass es wahrscheinlich den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Wenn du da mehr Interesse dran hast und dich genauer reinfuchsen willst, habe ich einen kleinen kostenfreien Kurs, in dem es ein bisschen Informationen zu Erklärvideos und Viont gibt und b noch einen etwas umfangreicheren bezahlten Kurs, in dem du lernst, wie du Viont komplett bedienst. Beide Links findest du auch hier unter dem Video in der Beschreibung. So, jetzt aber zu Viont. Als erstes wollen wir uns eine kleine Szene kreieren. Dazu nutzen wir die Props, machen erstmal einen kleinen Boden rein durch eine Linie, nutzen einfach die hier, ziehen die ein Stückchen weit hier runter. Wenn du die vergrößern oder verkleinern willst, kannst du das einfach durch Ziehen hier machen. Wir wollen sie aber einfach nur breiter machen. Dazu drücken wir Shift und ziehen das Ganze hier herüber. Jetzt haben wir eine kleine Teilung in der Szene hier durch diese Linie. Wenn wir jetzt einen Charakter hinzufügen wollen, siehst du schon, dass es verschiedene Industriemöglichkeiten gibt, die du da einfügen kannst. Wir nehmen einfach mal Sports und nehmen das erste oder zweite oder dritte, was uns über den Weg läuft, und fügen es hier ein. Und wie du siehst, wenn du es einfügst, erscheint es vor dem Prop, was du als letztes eingefügt hast. Du kannst aber auch die Ebenen verändern, indem du auf Rechtsklick gehst, Move Forward, Send to Back oder sowas, Move Backward, Send to Back, und hier bei mehreren Optionen gibt es natürlich auch noch zur Front senden, kannst du alles auswählen. Und toll an Viont ist, dass der Zeitpunkt, zu dem ein Prop auftaucht und die Ebene, auf der ein Prop ist, unabhängig voneinander sind. Das heißt, du kannst etwas hinter etwas anderem platzieren und es trotzdem später im Video erst auftauchen lassen. Das sind Dinge, die andere Softwares wie zum Beispiel VideoScribe oder Doodly nicht anbieten und die ich aber ganz besonders hilfreich finde, wenn du Videos erstellen möchtest. So, machen wir weiter, fügen wir vielleicht noch was Kleines hinzu, zum Beispiel ein Fenster. Wir suchen einfach hier oben in der Leiste und haben dann hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Klicken einfach drauf und schon erscheint es. Wir machen es ein bisschen kleiner. Und dann vielleicht noch einen Stuhl oder ähnliches. Nehmen wir einfach mal den hier. Und wenn ich ihn jetzt umdrehen möchte, klicke ich einfach wieder rechts und auf Mirror und schon zeigt er in die andere Richtung. Und dann machen wir noch irgendein anderes Prop dazu, zum Beispiel eine Katze oder ähnliches, und packen die hier mit rein. Was du jetzt in Viont tun kannst mit den Props, ist, ihnen unterschiedliche Farben zu geben. Meine Empfehlung ist, die Farben nicht zu sehr zu verändern und dich auf 2 bis 3 zu beschränken. Wenn wir jetzt hier diesen Stuhl anklicken, siehst du hier oben im Kontextmenü Fill und Stroke. Das ist einmal die Farbe der Füllung des Stuhls. Wenn wir die auf vielleicht ein leichtes Grau verändern, siehst du, der ist so ein bisschen grauer geworden. Und der Strich
ist die Strichfarbe, wenn man es mal auf Orange, damit man es sehen kann, und dann aber auch schnell wieder zurück auf Schwarz, denn ich glaube, das ist die deutlich bessere Farbe. Können das für die Katze ebenfalls so gestalten, dass wir die Füllung vielleicht in ein helles Grau umwandeln. Das geht leider nicht für die Charaktere, nur für alle Props. Man kann natürlich jetzt auch noch hier den Hintergrund oder den Vordergrund grau machen, indem man eine Form nutzt, zum Beispiel ein Rectangle, und das hier auf die perfekte Größe zurückstutzt, dem auch die Farbe verpasst und es dann in den Hintergrund schickt. Und schon haben wir diesen etwas anderen Vordergrund. Charaktere haben tolle Möglichkeiten in Vyond. Und zwar kannst du bei Charakteren ganz anders als in anderen Programmen Emotionen verändern und sie Handlungen durchführen lassen. Und das erreichst du, indem du hier drauf klickst und dann hier oben auf Action oder Expression gehst. Expression sind die Emotionen und da hast du eine ganze Reihe zur Auswahl. Wir wollen sie jetzt einfach mal happy looken lassen, happy gucken lassen, und du siehst, dass der Mund sich ein bisschen verändert. Eine Sache, die du hier unten in der Timeline siehst, wenn du auf dieses Runter-Symbol klickst, ist, dass alle Dinge jetzt gerade gleichzeitig passieren. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen im Prinzip, dass sich erst die Szene aufbaut und dann die Katze und die Dame hier gemalt werden. Und das erreichen wir einfach, indem wir zuerst dieses Rectangle zeichnen lassen, dann das Bild. Und wie du siehst, kann man das einfach hier so schön in der Timeline rüberziehen. Und das bedeutet, dass das Fenster erst ab diesem Zeitpunkt hier gezeichnet wird. Und die Zeichendauer kannst du einfach hier mitbestimmen. Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen länger, damit man es sehen kann. Danach würden wir vielleicht den Stuhl zeichnen lassen. Dann die Katze. Und dann erst die Dame. So, schon erledigt. War eigentlich ganz einfach. Wenn ich jetzt die Dame etwas anderes machen lassen möchte in der nächsten Szene, gibt es eine tolle Funktion, die heißt Add Scene, also Szene hinzufügen, und Continue Last Scene. Dann sind alle Dinge, die in der letzten Szene am Ende da waren, immer noch hier drin, aber sie haben nicht mehr die Effekte, wie sie die Eingangseffekte in der letzten Szene waren. Und das bedeutet, du kannst jetzt Dinge verändern. Zum Beispiel könnte diese Frau hier anfangen zu tanzen. Dazu suchen wir bei den Actions einfach Dance, suchen das Richtige raus, Dancing, und wie das aussieht, sehen wir, wenn wir auf Preview klicken. Eigentlich ganz hübsch, das nutzen wir mal. Und wie das dann aussieht, insgesamt zeige ich dir in der Vorschau jetzt. So, hier siehst du, wie sie tanzt. Und wenn wir uns alles mal von ganz vorne angucken, dann können wir auch sehen, wie alles gezeichnet wird und sich dann die Dinge verändern. So, du siehst, wie Bild gezeichnet wird, die Katze, die Dame und dann im Prinzip, wie sie anfängt zu tanzen, ohne dass wir irgendwas tun. Und das kannst du eben auch mit allen anderen Aktionen machen, wie zum Beispiel gehen, hinsetzen und so weiter und so fort. Und so hast du die Möglichkeit, wirklich tolle Whiteboard-Videos zu erstellen. Weitere Sache, die es hier noch gibt, ist ein Szenenübergang. Wenn wir jetzt noch eine neue Lehre oder mal ein Template nehmen wollen, das hier hast du die Möglichkeit, einen Szenenübergang hinzuzufügen. Der ist jetzt hier schon dabei. Wir wollen aber einen anderen nutzen, und du siehst, das ist dieser grüne Balken hier. Wir können hier auf Scene Transition klicken und statt Slide Right nehmen wir hier Wipe. Und hier hast du die Möglichkeit, tatsächlich mit einer Hand auch, also passend zu dem Stil, den du nutzt, die alte Szene löschen zu lassen und eine neue Szene entstehen zu lassen. Wie das genau funktioniert, wir klicken einfach drauf, was wir wollen, Wipe with Hand, und haben dann hier den neuen Szenenübergang drin, und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Es wird weggewischt und dann wird weiter gezeichnet und getan. So, in Vyond hast du noch andere Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen. Und zwar muss nicht unbedingt etwas von einer Hand gezeichnet werden. Du kannst auch eine Hand nutzen, die Dinge hineinschiebt ins Bild, also im Legetrick-Stil. Dafür klickst du einfach auf das entsprechende Element im Video, gehst auf Enter-Effekt und veränderst diesen Enter-Effekt, und zwar auf Handslide, und kannst dann hier sehen, aus welcher Richtung eine Hand etwas hineinsliden soll. Und das nehmen wir einfach mal von
schwupps nach oben und schauen uns das Ganze nochmal im Video an und dann siehst du, welche Änderung es gegeben hat. Jetzt müsste gleich hineingeslidet werden von der Hand. Ja, das heißt, du hast in Vion nicht nur einen Stil, nicht nur den Whiteboard-Stil, sondern gleichzeitig noch den Legetrick-Stil mit einer riesigen Auswahl an Charakteren und auch an Props. Möchtest du die Art der Hand verändern, die in Vion genutzt wird, um Dinge zu zeichnen, klickst du einfach auf das entsprechende Prop, gehst auf den Enter-Effekt, auf Whiteboard Real Hand und dann hier auf Whiteboard Animation und dann hast du die Möglichkeit, tatsächlich eine illustrierte Hand, eine illustrierte dunkle Hand, eine reale helle Hand, verschiedene reale Hände hier zu nehmen oder tatsächlich nur das sich selbst entwickeln eines Props zu nutzen. Und wie das aussieht, siehst du hier. Das würde heißen, es entsteht einfach und erscheint einfach. Möchtest du ein Audio aufnehmen, kannst du das auch innerhalb von Vion tun und du kannst auch deine eigenen Voice-Overs hochladen. Dazu gehst du einfach hier auf den Button Upload und auf das Plus und kannst dann einfach von deinem Computer Dinge hochladen. Eine weitere hilfreiche und tolle Funktion ist das Thema Text hinzufügen. Das kannst du einfach auf dem Text hier oben, Add Title oder irgendwas anderes, kannst dann den Titel in seiner Größe verändern. Du kannst, das musst du hier machen, kannst den Titel in seiner Größe verändern, indem du hier eine andere Größe wählst, kannst andere Schriften nutzen und kannst auch die Farben des Titels nochmal verändern, je nachdem, was du gerade suchst und was du gerade brauchst. Und der Titel wird dann natürlich auch geschrieben wie von einer Hand. So, ich glaube, das war erstmal ein schneller Blick in die Software. Die Software hat tausende von Möglichkeiten. Es würde wahrscheinlich wirklich den Rahmen sprengen, das hier alles zu zeigen. Wenn du dafür mehr wissen musst, geh einfach mal unten in die Beschreibung. Da gibt es einen Link zu einem kostenfreien Kurs von mir auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu einem umfangreichen Kurs zu Vion, einen Online-Kurs, den du buchen kannst. Gibt es auch mit Rabatt relativ günstig. Da kannst du ja mal nachgucken, ob da etwas für dich drin ist, wenn dich die Software interessiert. Kommen wir zu den fünf Dingen, die mir gut gefallen. Erstens gefällt mir die Bedienung bei Vion sehr, sehr gut. Die zweite Sache, die mir sehr gut gefällt, ist, dass es so viele Möglichkeiten und Optionen gibt. Du hast unendliche Auswahl in Sachen Props, unendliche Auswahl in Sachen Charakteren und du kannst sogar deine eigenen Charaktere zusammenstellen. Die dritte Sache, die mir gut gefällt, sind die Farben, die du auswählen kannst. Denn in einigen Softwares hast du diese Option einfach nicht und hier kannst du alles so genau abstimmen, wie du es möchtest oder wie es unter Umständen auch ein Kunde von dir braucht. Nummer 4. Was ich total cool finde, ist, dass du den Charakteren Emotionen und Aktionen verleihen kannst. Bei vielen anderen Softwares geht das einfach überhaupt nicht und hier kannst du eben die Dinge nochmal verändern, du kannst sie zeichnen lassen, dann nochmal Aktionen durchführen lassen, die Stimmung verändern, indem du eine neue Szene hinzufügst und so weiter und so fort. Das ist wirklich genial. Nummer 5, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist, dass du die Props einfügen kannst und sie auf einer Ebene einfügen kannst, also weiter zurück im Bild bringen kannst oder weiter nach vorne und das unabhängig von dem Zeitpunkt ist, zu dem diese Props im Video auftauchen. Das bedeutet auch, dass du Dinge gleichzeitig erscheinen lassen kannst, was in Softwares wie zum Beispiel Doodly nicht möglich ist und was dir natürlich jede Menge an Optionen raubt. Hier hast du es drin und das ist absolut perfekt. So, jetzt noch ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen. Was ich nicht so toll finde, ist der Preis. Der liegt bei ich glaube, $89 pro Monat als Minimum, wenn du kein Wasserzeichen von Vion drin haben möchtest. Wenn du es doch drin haben möchtest, dann kostet es, glaube ich, $39. Das ist natürlich ein bisschen viel. Was man aber machen kann, ist das tatsächlich nur für einen Monat zu buchen, dann alles zu machen, was man machen möchte und es dann wieder zu canceln. So zahlt man im Prinzip $89 und ist dann schon durch damit. Die zweite Sache, die mir nicht so gut gefällt, ist, dass Vion tatsächlich eine Lernkurve hat. Bedeutet, es ist nicht damit getan, wie in manch anderer Software, einfach da mal reinzugehen und zu machen und zu tun, sondern um die Dinge zu erreichen, die du erreichen willst, die vielen Möglichkeiten, die Vion bietet, muss man sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Aber ich glaube, das ist wie mit allem im Leben, wenn man die Dinge mal tut und macht, kommt man relativ schnell rein und weiß dann auch, wie es funktioniert. So, jetzt habe ich tatsächlich 5 Sachen versprochen, die mir nicht so gut gefallen, habe aber keine 5 gefunden, sondern tatsächlich nur 2, die mir nicht so gut gefallen.
Von daher bitte ich dich, mir dafür zu verzeihen. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat geholfen, da eine Entscheidung für dich zu treffen oder das auch mal auszuprobieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte einen Like hier unter dem Video da. Dann weiß ich, dass diese Videos dir gefallen und ich einfach mehr davon machen soll. Vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und auch auf das kleine Glöckchen zu drücken, damit du immer Bescheid kriegst, wenn ein neues Video auftaucht. Ich danke dir vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.